Hallo und willkommen bei einem neuen Video. Heute in dem Video geht es wieder mal über mein Studium in Amerika. Aber heute wollte ich euch das amerikanische System mal ein bisschen erklären, weil ich kriege da so viele Fragen drüber auf Instagram. Immer so, hä, wieso machst du so viele verschiedene Kurse? Wie kann es sein, dass du jetzt schon wieder Ferien hast? Bla bla bla. Deswegen werde ich jetzt mal probieren, euch das ein bisschen zu erklären. Ich hoffe, ich kriege das hin in einer Art und Weise, dass ihr es auch versteht. Womit ich anfangen will, ist erstmal zu erklären, was dieses ganze Liberal Arts ist, was ich mache, bevor ich dann in die detaillierte Beschreibung meines College gehe, weil mein College ist nochmal ein bisschen anders mit der Organisation. Aber Liberal Arts heißt im Prinzip, dass halt die Colleges wollen, dass man sich nicht nur auf ein Fach konzentriert, sondern nochmal wie so eine generelle Ausbildung bekommt. Deswegen ist, wir studieren ja auch 4 Jahre, wohingegen, ich glaube, in Deutschland oder auch England studieren viele Leute 6 Semester, also 3 Jahre für den Bachelor, glaube ich. Bei uns ist es aber 4 Jahre. Aber im Prinzip ist es halt so, dass man, das ist nochmal von College zu College anders. Es gibt manche Colleges, da kannst du wirklich machen, was du willst. Aber dann gibt es manche Colleges, die sagen dir, du musst die und die Kurse machen. Bei mir ist es so, wir haben so Distributive Requirements. Und mal sehen, ob ich die jetzt alle zusammenbekomme. Also wir haben zum Beispiel ein Quantitative Data Science, heißt es, glaube ich. Dann muss man noch 2 so Naturwissenschaften machen und 1 von denen muss auch ein Lab dabei haben. 2 Social Sciences machen. Man muss ein Art machen, man muss ein, oh mein Gott, was ist es noch? Ein Literature muss man noch machen. Dann noch so ein Technology and Applied Sciences. Mehr fällt mir gerade nicht ein. Und dann muss man auch noch ein World Culture, ein Western Culture und ein Non-Western Culture machen. Und dann muss man noch einen Schwimmtest machen, 3 Sportkurse machen. Und man muss auch eine Sprache zumindest auf einem konversationellen Level beherrschen. Ich finde das eigentlich ganz cool, dass wir die haben, weil dadurch wird man halt mehr oder weniger gezwungen, nochmal andere Sachen auszuprobieren. Muss man jetzt 2 Naturwissenschaften machen und 2 Social Sciences? Ich weiß nicht, ob das notwendig wäre, aber so ist es halt. Aber generell ist das halt ganz cool. Und dann muss man halt irgendwann auch seinen Major festlegen. Was ich als Major mache, ist Film Modified with Economics. Und im Prinzip, je nachdem, was für ein Major man macht, muss man dann halt eine bestimmte Anzahl von Kursen machen. Und bei mir ist es so, ich muss halt eine bestimmte Anzahl von Filmkursen machen, eine bestimmte Anzahl von Economics-Kursen und dann habe ich meinen Major. Und nebenbei muss ich halt auch noch die ganzen anderen Sachen machen. Also im Prinzip ist mein College halt nochmal ein bisschen anders als andere Colleges. Also die meisten Colleges in Amerika sind wie in Deutschland auf einem Semestersystem, aber wir haben halt bei mir kein Semestersystem, sondern ein Quartalsystem. Und das hat auch noch einen besonderen Namen, das nennen wir den D-Plan. D steht für Dartmouth, wo ich halt hingehe, das ist der Name von meinem College, also Dartmouth Plan. Also im Prinzip gibt es halt, im Jahr werden 4 verschiedene Quartale angeboten. Da gibt es halt das Herbstquartal, das geht von Anfang September bis so Mitte, Ende November, direkt vor Thanksgiving. Dann haben wir immer 6 Wochen frei, so wie ich jetzt gerade. Das ist dann halt von Thanksgiving bis praktisch direkt nach Silvester haben wir dann frei. Dann haben wir das Winterquartal, das ist dann halt von direkt nach Silvester bis so um den, ich glaube, das geht meistens so bis zum 15. März ungefähr. Dann haben wir so 1,5 bis 2 Wochen Ferien, je nachdem, wann man die Final Exams hat, also die Klausuren hat. Und dann haben wir noch den Spring-Quartal, also den Frühlings, das Frühlingsquartal, das geht dann von ich habe mich gerade an meiner eigenen Spucke verschluckt. Ist sowas überhaupt möglich? Okay, ich bin nicht gestorben. Alles klar. Also dann haben wir halt noch das Frühlingsquartal. Das geht dann von Ende März bis so zum 2. Juni ungefähr, also bis so Anfang Juni. Dann hat man nochmal 1 bis 2 Wochen frei. Und dann gibt es das Sommerquartal, das geht dann halt von Anfang Juni bis Ende August. Genau, und dann sind nochmal 1 bis 2 Wochen frei, bis dann halt wieder der Herbst anfängt. So, das sind die Quartale, die angeboten werden. Aber es ist ja der, es wäre nicht der D-Plan, wenn es nicht ein bisschen komplizierter noch wäre. Und zwar ist das halt sehr flexibel. Im Prinzip muss man insgesamt, wenn man am College halt Abschluss machen will bei mir, braucht man 35 Credits und jede Klasse gibt halt einen Credit. Das heißt, man muss
35 Klassen machen. Normalerweise hat man in jedem Quartal 3 Kurse. Das erkläre ich gleich nochmal, wie das funktioniert. Aber so, das heißt, man müsste nur 35 machen, aber die meisten Leute machen einfach 36, weil man einfach 3 Kurse 12 Quartale lang macht und das gibt dann 36 Klassen. Da gibt es noch mal ein paar Regeln. Man muss in seinem Freshman Year, also ich weiß nicht, ob ihr diese Begriffe kennt, aber in Amerika ist das erste Jahr im College ist das Freshman Year. Das erste Jahr im College ist Freshman Year, zweite Jahr im College Sophomore Year, dritte Jahr im College Junior Year und vierte Jahr im College ist das Senior Year. Ich guck mal, ich finde da bestimmt online einen Plan von dem College, dann seht ihr das jetzt hier. Das ist dann ein bisschen einfacher, das zu erklären. Also im Prinzip muss man in seinem Freshman Year das Herbst-, Winter- und Frühlingsquartal machen. Dann hat man im Sommer normalerweise frei. Im Sophomore Year, in seinem zweiten Jahr, kann man eigentlich machen, was man will. Man muss nur in seinem Sophomore Summer da sein. Also im Sommer nach dem Sophomore Year muss man am Campus sein. Dann in seinem Junior Year kann man auch machen, was man will. Und dann im Senior Year muss man wieder im Herbst, Winter und Frühling da sein. Aber Sophomore und Junior Year kann man sich das halt zusammenstellen, wie man will. So, was ich dann gemacht habe, ich blende euch jetzt mal ein, wie ich das gemacht habe. Ich war in meinem Freshman Year halt Herbst, Winter, Frühling da. In meinem Sommer war ich nicht da. Sophomore Year im Herbst war ich da. Im Winter habe ich in LA studiert. Im Frühling habe ich in Paris studiert. Im Sommer war ich am Campus und jetzt in meinem Junior Year, in meinem dritten Jahr, war ich gerade im Herbst da. Im Winter bin ich nicht da. Im Frühling bin ich wieder am Campus, im Sommer bin ich wieder nicht am Campus und dann in meinem Senior Year bin ich komplett da. Ja, ein kleines bisschen kompliziert, aber dadurch kann man sich halt sehr gut einteilen, wenn man halt einen Study Abroad machen will oder nicht oder wenn man im Winter da sein will oder halt im Winter nicht da sein will, so wie ich. Und ja, das ist halt ziemlich cool. Und diese Study Abroads, das will ich nochmal ganz kurz erklären, wie das bei mir ist, weil ich finde das so cool. Die Study Abroads sind halt bei uns keine so Austauschsachen wie bei den meisten Colleges, sondern bei uns wird das halt alles von der Uni organisiert. Man geht dann halt mit anderen Schülern oder anderen Studenten halt an einen anderen Ort mit Professoren von Dartmouth, beziehungsweise mit einem Professor von Dartmouth. Und dann kriegt man noch zwei Professoren halt aus der Gegend. Aber dann wird man halt unterrichtet von diesen beiden Professoren und dem Dartmouth-Professor. Und das ist halt ziemlich cool, weil zum Beispiel in L.A. waren wir halt 12 Leute, glaube ich. Wir waren 11 Leute in L.A. Und da war es dann halt so, dass wir halt, unsere Klasse waren halt nur 11 Schüler und, oder 11 Studenten, ich sage immer noch Schüler, ist ja auch egal. Aber wir hatten halt Unterricht in unserem Gebäude, in unserem Apartmentgebäude, wo wir gewohnt haben, weil halt die Professoren zu uns gekommen sind. Und in Paris war halt das Praktische, wir hatten halt einen Professor von Dartmouth und dann halt drei Professoren von Paris, die halt dort wohnen. Und das Coole war halt, dass die halt wussten, dass unser Französisch nicht komplett perfekt ist. Und dadurch haben sie halt dann auch manchmal, wenn irgendwelche komplizierten Wörter waren, haben die dann nochmal erklärt auf Französisch. Oder wenn wir es dann immer noch nicht verstanden haben, haben sie uns halt die englische Übersetzung gesagt. Weil wenn man jetzt den Austausch mit Paris macht, dann nehmen die Professoren natürlich keine Rücksicht darauf. Und das Coole ist halt auch, man kann halt mit den Professoren viel besser noch reden und denen halt sagen, ja, das ist jetzt zu viel Arbeit, dass ihr das zum Beispiel in L.A. hatten wir halt alle noch ein Praktikum und halt Unterricht. Und da konnten wir dann halt mit den Professoren sehr gut reden und halt sagen, ey, das wird jetzt zu viel, wir haben alle noch Arbeit. Und dann waren die Professoren da total nett. Das finde ich halt einfach nur total cool. Naja, auf jeden Fall zurück zu unserem Plan. Also jetzt wisst ihr, wie das mit den Quartalen abläuft. Man muss 12 Quartale da sein, man muss insgesamt 35 Credits haben. Und wie bereits gesagt, man macht halt normalerweise 3 Kurse pro Quartal. Und voll viele Leute sind dann, hä, was, du machst nur 3 Kurse, ich mach 6 Kurse pro Semester und sowas. Ja, ja, das mag ja sein, dass ihr dann 6 Kurse macht. Und dann sind halt voll viele Leute so, ey, 3 Kurse, das ist doch nicht schwer, aber doch ist es. Weil unsere Quartale sind halt nur 10 Wochen lang. Und ein Semester ist halt meistens, ich weiß nicht, vielleicht 20 Wochen lang oder so. Oder wenn auch schon 15 Wochen lang. Auf jeden Fall ist ein Semester ja eigentlich so fast ein halbes Jahr. Aber wir lernen halt das, was andere Leute in einem Semester lernen, lernen wir halt innerhalb von 10 Wochen. Das heißt, bei uns ist das alles extrem schnell. Also andere Colleges, die haben dann noch so Syllabus Week am Anfang. Bei uns wird am Anfang direkt angefangen. Und ab der zweiten, dritten Woche haben wir schon Midterms. Und dann gehen Midterms eigentlich bis zur 8. Woche weiter. 9. Woche hat man manchmal noch nur kurze Pause. Und dann 10. Woche sind dann auch schon die Final Klausuren, also die Final Exams, die Endklausuren. Ich weiß nicht, was das deutsche Wort dafür ist.
Aber auf jeden Fall ist bei uns halt alles so zack, 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 sehr schnell. Und es ist immer sehr schwierig, wenn halt Professoren von anderen Colleges zu uns kommen, die halt dieses System noch nicht gewohnt sind und dann innerhalb von 10 Wochen probieren, alles von einem Semester uns beizubringen. Das ist ziemlich schwierig. Also da braucht man schon einen bestimmten so Skill dazu, das halt zu machen, weil es einfach schwierig ist, uns alles so schnell in so kurzer Zeit beizubringen. Ah ja, so funktioniert das halt im Prinzip bei mir am College. Das war's jetzt auch schon mit diesem Video. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen und ich freue mich schon, euch bald wieder auf meinem Kanal zu sehen, hoffentlich. Hab euch alle ganz so lieb.